Wir sind schon verrückte Typen. Ja, jetzt richtig so, hey, ja, hey, toll. Party on und so. So. Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute mit der zweiten Folge von Was war früher besser als heute? Aber diesmal umgekehrt. Was ist heute besser als früher? Jetzt bin ich verwirrt. Aber ich bin nicht alleine verwirrt, denn Marc ist wieder mit dabei. Tada! Hi! Und wir haben die gleichen T-Shirts an. Genau. Verrückte Geschichte. Komisch, oder? Verrückt, ja. Als ob wir angesprochen hätten. Wir sind schon verrückte Typen. Ja, jetzt so richtig so. Hey, ja, hey, Party on und so. So. Was war alles, was war dieser Quatsch? Was ist denn heute besser als früher? Was ist heute besser? Ja, also aus Nerdsicht gesehen würde ich auf jeden Fall sagen, so T-Shirts, ne? So T-Shirts sind heute besser als früher. Wobei, vor allem gibt es sowas. Richtig, wobei man nicht sagen würde besser, sondern man kommt leichter dran. Ja. Es gibt viel mehr Zeug, also wenn ihr Nerd seid oder euch für sowas interessiert, Comics oder sonst irgendwas, also sowas hier, ihr kommt viel leichter ran, ihr habt viel mehr Möglichkeiten und eine krasse Auswahl. Ja, oder allgemein auch Accessoires. Was gibt es nicht heute alles für Nerds? Also, es gibt ja eigentlich alles. Was gibt es nicht, genau. Ich meine, es gibt sogar Star Wars Kondome. Wie oft kommt das vor, du machst eine Box auf, eine Lootbox und denkst so, ey cool, das ist ja mal eine geile Idee. Also sowas, Sachen, die es halt früher nicht gab. Irgendwie. Richtig. Wenn es nur ein Armband ist mit einem coolen Motiv oder irgendwas. Ja, früher musste man sowas selber bauen. Was ich auch sehr geil finde, auch zum Beispiel, ist zwar teuer, aber 3D-Figuren, die man sich selber drucken kann oder 3D-Figuren, die man drucken lässt, von sich selber. Ja. Früher als Kind hätte ich gedacht, boah, wie geil wäre es jetzt, eine Actionfigur von sich selber zu haben. Heute kann man sich die einfach so kaufen und drucken lassen. Kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, aber es geht. Aber es ist machbar. Richtig. Ne? Technischer Fortschritt und so. Ich muss auch sagen, früher musste man quasi als Nerd sich so ein bisschen verstecken. Also man war so, ah, guck mal, ja, und der findet heute immer noch Star Wars toll. Das ist doch so ein uralter Film. Wie, du hast noch dein Spielzeug von früher, verkauft das doch im Flohmarkt und so, weißt du? Genau. Und heute ist das so, boah, du hast noch das Spielzeug von früher? Oh, toll, so super, ne? Das stimmt, das war echt krass. Du hast echt so diese Akzeptanz ist viel größer geworden mittlerweile. Ja, das ist was ich Wahnsinn. Auch sehr, was ich sehr geil finde, oder was ich erstaunlich finde, ist, dass ich auch immer mehr Mädels, Frauen und junge Frauen, ältere Frauen, ich kenne bis zu Nerds, die sind über 50, was jetzt nicht schlecht ist, was ich total geil finde, auch weibliche, dazu bekennen, ey, ich bin Nerd, ich finde die Sachen geil, wenn nicht klarkommst, dann nicht, egal, das finde ich sehr geil. Ja, ich auch. Und super. Ich finde es auch gut, dass es sowas gibt, wie was wir jetzt gerade machen, YouTube. Ja. Wir machen Videos, wo ihr auch sehen könnt, dass es auch Leute gibt, die nicht so aussehen oder die nicht eben stereotypisch sind. Es gibt ja dieses typische, finde ich jedenfalls, dieses typische Schubladendenken, wo man sagt, okay, Nerd, wie sieht Nerd, wie mit dem PC-Spieler? Ja. Wie sieht ein top-typischer Nerd-PC-Spieler aus? Ganz einfach, mein hat meist Übergewicht, hat eine Brille, verpickelt bis zum Fußende und hat eine Türschips, die sich dauernd reinpfeift. Ja, ich entsinne mich nur an die eine South Park-Folge, wo sie World of Warcraft spielen und werden automatisch nur durchs Zocken, werden sie automatisch fetter, pickelnd, schwitzige Haare. Was Cartman sonst dann noch so macht, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, und dann hier. Ja, genau. Und dann, ne? Zocken, ne? So. Das Gute dabei ist ja die Range. Also, was die Range ist, jetzt fange ich wieder mit diesem Deutsch-Englisch an. Das ist echt schwierig. Denglisch. Das ist echt schlimm. Wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, ich komme so oft ins Englische und mir fallen teilweise die deutschen Wörter gar nicht mehr ein. Ja. Oh mein Gott, er spricht bald nur noch Englisch. Nein, keine Angst. That will never happen. Nein, was ich cool finde, ist die Bandbreite des Nerd-Publikums ist krass. Ja. Es gibt Schauspieler, es gibt Ärzte, das ist total egal, was für Beruf alles. Hast. So, Musiker, ihn, mich, dich, euch. Genau. Normale Schüler, Menschen, total wirklich. Krass, alle, jeder ist Nerd, mittlerweile ist fast jeder Nerd, irgendwo ist jeder Nerd. Und man ist stolz drauf mittlerweile. Ja, früher hat man echt Angst gehabt, guck mal da, der Nerd, da komm schnell weg. Da. Du kannst es ja auch, Nerd sein, ne? Nerd sein ist gesellschaftsfähig. Das Lebensgefühl mittlerweile. Ist du siehst es ja auch schon, auch dieser typische, Nerd ist mittlerweile sogar ein Kleidungsstil. Ne? Also finde ich. Also es gibt so einen Nerd-Kleidungsstil. Das muss ich aber an die erwachsene Version davon denken.
Naja, okay. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschäfte sehe, wie Johnny zum Beispiel, der mit seinen T-Shirts durch die Gegend reist, der hat einen regen Absatz. Der kann sich gar nicht mehr retten vor Kunden, wenn er irgendwo auf einer Convention ist oder wobei so. Wobei man da auch sagen muss, dass nicht Händler gleich Händler ist. Jetzt speziell, weil wir Johnny gerade mal angesprochen haben, die Qualität ja auch stimmt. Ja. Es gibt aber auch Händler, die horrende Preise für Sachen verlangen, die aber qualitätstechnisch total ins Klo greifen. Ja. Ich will jetzt hier keinen anprangern, mache ich auch nicht, aber es gibt es. Ihr habt selber eure... Auf der Zunge. Ich habe mehrere. Aber ihr habt selber wahrscheinlich eure Erfahrung gemacht von Händlern, wo ihr sagt, oh, das ist total super teuer zu Hause und dann... Richtig. Für einen Apfel. Aber das ist ja jetzt... Wir wollen ja sagen, was besser ist, nicht was schlechter ist. Ja. Definitiv, also Community. Ja. Also Community alle. Durch gerade YouTube, Facebook kann man sich so cool vernetzen heute. Man kann Social Leute kennenlernen. Network Social Networking, da sind wir wieder beim Englischen. Aber man kann sich so geil vernetzen und man trifft heute Leute auf Conventions, die man vorher nur übers Internet kennengelernt hat oder mit denen man mal so geschrieben hat oder so oder die einen selber kennen oder irgendwie. Ja. Und man kann dann sich untereinander austauschen. Man hat sich vielleicht schon mal auf dem Bild gesehen oder irgendwas. Früher gab es das nicht. Früher gab es auch Conventions, die waren aber eher kleiner, dadurch, dass halt auch einfach die Community viel kleiner gewesen ist, gerade in Deutschland. Und hat man dann mal jemand angesprochen, so von wegen, hallo, ich bin hier der und der, ich kenne hier noch keinen oder so. Und das war schon schwer. So, das stimmt. Und heute, da gehst du einfach in eine Facebook-Gruppe, hallo, ich bin Marc, ich mache dies und das, ich sammle dies und jenes. Und super toll, ich sammle das auch. Und schon, lass uns Freunde sein, so im Prinzip. Ich finde das super. Ich finde es einfach super. Man lernt, also was wir jetzt auch schon in den letzten Monaten für super nette Menschen kennengelernt haben, das ist einfach toll. Ich bin nur, das ist echt krass. Also ich freue mich auch immer jedes Mal, wenn ich zu Convention gehe, hier diese Hamburger Comic-Messe, wo wir letztens waren. Da haben uns ja auch ein paar Leute erkannt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich finde es immer wieder klasse, wenn Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich kenne dich von YouTube und tolle Sachen, was du machst. Und oder mal sagen, hey, ja, das fand ich jetzt nicht so super, vielleicht kannst du nächstes Mal so und so machen. Könnt ihr gerne machen. Also ich freue mich da immer wieder, wenn jemand auf mich zukommt und mir was sagt, egal ob es positiv ist oder negativ ist. Wenn es nett gesagt ist natürlich. Richtig. Das mache ich ja bei manchen Leuten auch, die ich mir angucke. Und sag, hey, pass mal auf, das waren geile Sendungen, aber das hättest du vielleicht ein bisschen anders machen können oder würde ich anders machen, ich gebe dir mal so und so einen Tipp. Genau das Gleiche, ich hole mir auch Tipps von anderen Leuten. Ja, natürlich. Marc sagt auch da mal, boah, Chris, das ging gar nicht. Ja, immer, ständig. Andauernd. Er hört nur nicht auf mich. Ah, nee, das war ich. Das ist das Problem, genau. Und was ich aber auch gut finde, jetzt zum Sammeln zurückzukommen, also zu diesen Figuren-Sachen und Action-Figuren-Sachen und so weiter. Ich finde, wenn man richtig in dieser Materie drin ist, was die meisten Leute ja von uns hier sind, es gibt diesen Neid nicht. Nee. Also wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel auf die Facebook-Seite gehe und da posten Leute ihre Sammlung, da sieht man nur geil, boah, Wahnsinn, geil, hatte ich auch, super geiles Teil, Glückwunsch zur Sammlung und mega und krass und was ich alles. Ja, das ist mir auch aufgefallen, also gerade auch auf meiner Facebook-Seite, ich rufe ja immer gerne dazu auf, dass die Leute mal ihre Sammlungen posten oder so und das ist wirklich so, also da postet jemand was, da bin ich auch echt jedes Mal wieder beeindruckt, wie die Leute auch so die Organisation ihrer Sammlung haben, also wie sie es aufstellen oder so, auch wirklich Leute, die gar nicht so viel Platz haben oder jetzt nicht so ein Nerdzimmer haben wie wir, integrieren das einfach so ganz normal in ihren Wohnbereich und das sieht immer richtig cool aus. Also ich hatte jetzt auch gerade wieder einen gehabt, der hat in eine ganz normale Vitrine, hat der quasi immer so kleine Dioramen reingebaut, so immer so themenbezogen. Das fand ich total klasse. Stimmt, so, das kenne ich von diese Ikea-Dinger. Ja, genau. In jedem Fach ein extra Vitrine. Ja, genau. Wobei ich an dieser Stelle mal sagen muss, alle weiblichen Parts, Nerds haben auch Freundin. Komisch, ne? Hat auch keiner geglaubt. Ah, Wahnsinn. Sage ich jetzt einfach mal ein kollektives Danke, dass ihr akzeptiert, dass eure Männer oder je nachdem Frauen dieses Hobby frönen und ihr das akzeptiert. Ja. Ist auch nicht so selbstverständlich. Ich kenne auch viele Leute, die mich als Ausrede benutzen. Ja, ich werde benutzt. Wie, du wirst benutzt? Ich werde benutzt. Das ist immer lustig. Ich höre es so oft mittlerweile von wegen, ey Chris, danke. So, wofür denn? Dass du die Videos machst. Ich sagte, klar, warum denn nicht? Ja, aber meine Freundin. So wie deine Freundin. Aber meine Freundin? Wegen meiner Freundin, genau. Bestes Beispiel. Letzte Woche hatte ich eine Nachricht und habe mich angeschrieben von wegen, hey Chris, ich habe dich mal als Ausrede benutzt. Ich so, wie als Ausrede benutzt? Ja,
ich habe meiner Frau gesagt, hier, ich stelle mal jetzt meine zwei Figürchen in die Vitrine ins Wohnzimmer und da ist sie ausgeflippt. Bist du verrückt? Nimm die Scheiße hier aus dem Wohnzimmer. Und was hat er gemacht? Schatz, guck mal. YouTube angemacht, meinen Kanal gezeigt und dann meine Roomtour gemacht. Ah, ja. Guck dir mal den Bekloppten an. Und was hat die Frau gesagt? Komm, Schatz, stell drei hin. So, was ist denn hier? Also, ja, ich werde auch als, ich denke mal, das ist die schon auch mal passiert. Ja, ich habe es tatsächlich auch schon gehabt. Also, dass jemand gesagt hat, ey, super, danke, ich habe mal zwei, drei Bilder von deinen Vitrinen und so gezeigt. Und da war meine Frau dann beruhigt, dass es bei mir noch nicht so aussieht. Betonung war da auch auf noch. Naja, sie wird noch sehen, was da auf sie zukommt. Oh ja. Aber ja, es geht natürlich auch andersrum. Es geht auch wirklich andersrum. Ich habe ein Mädel bei mir, wenn sie das jetzt sieht, weil sie auch wissen, wie ich meine, sie hat auch eine mega Sammlung an Horrorfiguren und so. Da habe ich auch mal einen gehabt, die hat beim Gewinnspiel gemacht, die hat so einen riesengroßen, so eine 2,20 Meter Figur. Ja. Ich habe vergessen, wie die heißt. Also die Hammer. Figur. Hammer, Hammer, krass. Hammer. Also ganz, ganz toll. Und da habe ich auch gedacht, so ey, krass, also gerade auch so erstmal allgemein, dass sie als Frau so eine mega Sammlung hatte. Und dann auch noch Horrorfiguren, so, das fand ich total gut. So, ne? Krass, nicht schlecht. Ja, aber es gibt's halt alles. Hätte es jetzt damals auch nicht unbedingt gegeben. Irgendwie. Auf jeden Fall nicht öffentlich. Nicht öffentlich, ne. Dass die Leute sich öffentlich dazu bekannt haben, von wegen, hey, ich sammle und ich bin stolz drauf. Ja, genau. Haben wir was vergessen? Was findet ihr denn, was heute geiler oder besser oder schöner ist als früher? Oder sagt ihr, eigentlich habt ihr die Punkte sehr gut getroffen? Ja. Kann ich so unterschreiben? Kommentare einfach mal wieder. In die Kommentarbox. Genau. Ich würde gerne oder wir würden gerne mit euch diskutieren darüber, falls ihr anderer Meinung seid. Oder auch gerne bei Facebook. Die Links findet ihr alle auf der Endkarte oder natürlich unten in der Videobeschreibung. Dazu bitte nochmal was von mir. Ich habe in letzter Zeit öfter Fragen gekriegt zu den Videos selbst, die sich aber selber erklärt hätten, wenn man sich die Videobeschreibung durchliest. Ich schreibe ab und zu mal auch sehr interessante Infos in die Videobeschreibung. Also einfach mal einen kleinen Blick riskieren, findet man auch mal was Witziges. Lohnt sich immer. Auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zugucken oder wir danken euch fürs Zugucken. Jo, genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Tschüssikowski und Stay Nerdy. Ihr Kekse. Ja, Social Media und so. Früher hat man sich noch unterhalten. Heute geht das ja gar nicht mehr. Da ist man ich schreibe dir gerade. Ach so, Moment. Oh, Marc hat mir geschrieben. Willkommen bei, was ist besser als früher? Was ist besser als früher? Wer ist eigentlich LAN und warum macht er so viele Partys? Schlimm, oder? Dieser LAN. Furchtbar. Gibt's den heute eigentlich noch? Nee, heute sind das Events. Ja, eigentlich könnten wir noch mal erzählen, was heute eigentlich besser ist. Nee, machen wir eine neue Folge draus. Da machen wir eine neue Folge draus. Machen wir jetzt mal hier Schiss und so. Ja, tschüss. 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 Max sagt Tschüss. Tschüss. Tschüss.